Die Spuren führen zu diesem Lager. Vielleicht ist Nakoa dort. Dieses Nora-Mädchen im Loch ist richtig schön mager. Denk nicht mal dran. Said sagt Hände weg, sonst bringt sie auf der Auktion nichts mehr. Klingt, als wäre Nakoa hier. Und ich muss an den Wachen vorbei, um zu ihr zu gelangen. Der Boss will, dass ich wegbleibe, wenn die Käufer kommen. Weil dein Gestank ihm peinlich ist, du alter Beule. Solltest ab und zu mal im Bach schwimmen. Also, los. Darf es nicht endlich kämpfen? So viel zum Thema leichtes Gepäck.
in Ketten, um versklavt zu werden. Nakoa. Sie weiß, was zu tun ist. Nakoa? Jan schickt mich. Wir können reden, sobald wir alle aus diesem Loch raus haben. Jan schickt dich? Ich glaub's nicht. Da hat wohl eins deiner Gebete doch funktioniert. Ich hab den Schlüssel. Ich helfe den anderen. Also los. Ich wusste, dass du Ärger machen wirst, Mädchen. Aber am Ende wird es die Mühe wert sein. Das ist das Ende, Said! Einen so schnellen Tod hat er nicht verdient. Mein Vater war Jäger. Er lehrte mich, dass jedes Tier einen schnellen Tod verdient. Wie wurde Said zum Boss eines Sklavenhändlerrings? Der Abschaum, den du getötet hast. Er hat in den roten Raubzügen für Said gemordet. Der neue Sonnenkönig warf sie aus der Armee. Doch Said konnte sich herausreden und erkannte, dass hier neue Verdienstmöglichkeiten auf seine Bagage warten. Wie hat Said dich erwischt? Ich wollte ihn am Tagturm stellen, aber er erwischte mich. Er ließ mich gehen und später von seinen Männern einfangen. Und danach? Er wollte mich als Sklavin verkaufen, wie die anderen armen Seelen, die Woche für Woche hier durchkamen. Aber er ließ sich Zeit und drangsalierte mich, wann immer er vorbeikam. Dass ich ihn töten wollte, hat seinen Stolz verletzt. Du hast viel durchgemacht. Mir geht's gut. Ganz sicher? Said ist tot. Ich hätte alles ertragen, um das zu erreichen. Und das habe ich. Was hast du jetzt vor? Die anderen waren monatelang in diesem Keller. Je schwächer sie wurden, desto schlechter konnte Said sie verkaufen. Sie brauchen Nahrung, Ruhe und Hoffnung. Ich bringe sie nach Meridian und versorge sie. Du willst auf keinen Fall wieder zurück? Was ist mit Jan? Die Stammmütter lassen mich nicht zurück. Selbst wenn, würde ich nicht gehen. Von mir aus können sie verbrennen. Was Jan angeht, weiß ich, wie ich ihn benachrichtige. Der Zwerg fehlt mir. Aber dann weiß er, dass ich in Sicherheit bin. Es wird Zeit für mich. Hey, ich kenne nicht mal deine Geschichte. Sie muss gut sein, wenn sie dir das Sucherzeichen gaben. Wenn du sie mal erzählen möchtest, komm zu mir nach Meridian. Ich bin dort, bis die anderen wieder auf den Beinen sind. Bis dahin. Vielen Dank, dass du mir mit diesem Abschaum geholfen hast. Vielleicht kann ich Said ja jetzt vergessen und meinem Vater gedenken. Thank you.
du bist Orn? Bist du nicht sehr jung für einen Wächter? Musst du gerade sagen. Die Kriegsherrin schickt dir... Ich weiß, ich... Aber... Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. Und du hast die Signalpfeile zu Orn gebracht? Ja. Ich hoffe aber, dass er sie nie benutzen muss. Hoffe ich auch. Ein schlechter Kriegsherr, den es nach Krieg gelüstet. Vorerst möchte ich nur, dass unsere Krieger bereit sind. Vielen Dank für deine Hilfe. Falls Urmutter uns noch eine Prüfung auferlegt, werden wir sie antreten.